Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu unserem kleinen Lötztest von Ullr. Ich bin nicht alleine, denn ich habe das Let's Play der Kaninchen dabei, Mr. Katafi. Und wir kommen noch nicht rein, weil Nuva und Naja brauchen gerade noch eine Sekunde. Ja, die neue Naja, kann man jetzt schon sagen bei dem Bild. Ja, ist noch ein bisschen weiblicher, sagen einige. Ich finde die Hände komisch, aber es liegt an der Perspektive. Aber grundsätzlich ist das immer noch der gleich coole Gott. Naja. Übrigens ist Ulla auch ein echter Hybrid, in dem Sinne, dass er nicht Magical und Physical Power verwendet, sondern wir haben einen Mix aus. Komm schon. Aus Fern- und Nahkampf. Genau. Und das ist ziemlich abgefahren. Was haben die da drüben? Er ist ja hier so ein Jäger, wir haben gerade unseren Bogen in der Hand, unsere Ult, damit wechseln wir die Stance. Also zwischen Fern- und Nahkampf, ich zeige es mal eben. Verbraucht übrigens auch kein Mana, ist sehr interessant. Und ich halte mal eben dicke Maustaste gedrückt und ich wechsle mal. Wie ihr seht, wird die Attack Cube nicht unterbrochen, die Attack Chain. Er hat übrigens auch keinen Progress, meines Erachtens nach. Nee. Seht ihr, er hat keinen Progress. Das macht übrigens den großen Unterschied aus zwischen anderen, ich wurde gerade irgendwie angelabert. Hier, testet Ulla. We test him right now. Ja, keine Ahnung. Wir haben ihn jetzt mal ein bisschen angeguckt. Gerade auch schon im letzten Game haben wir damit ganz schön auf die Mütze bekommen, muss ich zugeben. Ich hätte ganz gern den... Nein, nehme ich den hier. Ich muss ja noch gleich wieder zurück, weil ich jetzt sehr low Mana... Na gut, geht noch. Wir haben halt keinen Heiler. Das ist unser Problem gerade. Ja, die Gegner haben halt einen Heal, aber wir hatten eben gerade auch einen Heal und der hat echt, Helfen wir mal ganz kurz unseren Homies hier. Wo haben die denn den Heal? Haben die nicht einen Heal? Nein. Vorsichtig, Katafi. Ich weiß. Ich versuche, möglichst zeitnah hier rauszukommen. Okay. Ich finde es gut, dass du überlebt hast. Ja, es ist Ymir-Skill und so. Ja. Ich versuche noch ein bisschen was nebenbei über ihn zu erzählen. Seine 1 ist halt Bladed Arrow, erinnert ein bisschen an den Schuss von Nies. Der Unterschied ist, mach mal eben, dass er halt keinen Stun oder so hat, aber der Schaden scheint mir ziemlich hardcore zu sein. Ich könnte das gerade nicht vergleichen zu... Ja, der fast ist schade. Ist egal, fast reicht, um die Leute zurückzutreiben. Rechte Lane, helfen wir mal eben. Das tut mir echt leid für unseren... Ich geh mal ganz kurz zurück, mal ein bisschen refreshen hier. Die 1 ist halt in der Fernkampf-Stance, wie gesagt, so ein Barbed Arrow. Das ist wie die 1 von Nies etwa vergleichbar. Nur stuntfähig. In der Fernkampf... in der Nahkampf-Stance werfen wir unsere Axt und stunnen. Ich muss leider zurück, weil ich jetzt sehr tot bin. Jetzt noch auf Sand. Ich beobachte mal das Feld von oben. So kann man das natürlich auch ausformulieren. Ich mach mal die Minions. Mach das. Loki und ich, ich glaube, das wird diesmal funktionieren. Wir haben in der letzten Match-Queue doch ganz schön was auf die Mütze bekommen. Die 2 ist in der Fernkampf-Stance ein Attack-Speed-Bonus. Kennt ihr vielleicht von Arte noch? Naja. In der Nahkampf-Stance ist es dabei ein Laufgeschwindigkeits-Bonus. Also auch noch ein sehr mobiler Charakter. Wir schätzen ihn deswegen eigentlich auch als einen Assassinen ein, oder wir stufen ihn so ein, auch wenn er keine Attack Incoming. Ja, die haben mich gerade sehr stark verfolgt. Hier, komm Loki, greifst du da, nimm hin. Ja, komm. Schade. Hui, der fetzt auf jeden Fall der Charakter. Ach, soll sie nicht so haben, der Agni. Agni. Ach, Agni, Herrgott nochmal. Ist ganz relaxed, der macht das schon. Der kommt schon klar. Was ich auf jeden Fall gerade sagen wollte, ist, dieser Charakter ist halt wirklich so ein bisschen zusammengestückwerkelt aus anderen Charakteren. Dadurch hat er einen hohen Wiedererkennungswert, aber gleichzeitig bietet der hybride Spielstil. Der ist doch schon total ansprechend, muss ich zugeben. Die 3 ist im Nahkampfmodus ein Jump. Toll. Schweini! Weg da, weg da. Ja. Oh,
Oh, ich werde von Arte verfolgt. Ich mache mir jetzt. Ja, bei der 3 handelt es sich halt um einen Sprung oder um einen Flächenangriff. Den habt ihr jetzt auch schon mehrfach gesehen. Hier, Dings macht wieder ihre Ult. Ja, hat's aber total gefailt. Hier, Sprungangriff und hier, Fernkampf. Das Schöne ist übrigens, die Passive möchte ich an dieser Stelle nochmal eben erwähnen, weil die ist auch erwähnenswert. Und zwar, wenn ihr einen... Du lebst noch. Oh ja, du lebst noch. Wunderschön. Wenn ihr eine Fähigkeit in einer Stance anwendet, werden die Abklingzeiten bei der anderen Stance heruntergesetzt um eine Sekunde. So, dass man auch gerne wirklich wechselt. Und ihr könnt auch davon ausgehen, halt nicht ganz wie bei Heal zum Beispiel, dass die Abklingzeit wieder ready ist für einen Skill, wenn ihr den bereits angewendet habt. Wir holen mal... Sorry für... Was du nicht? Sah aus wie Skill, handelte sich aber in der Tat um Sack. Und jetzt bin ich down. Weil Naja der Meinung ist, dass man mich unbedingt noch killen will. Du verrückst, Benny. Schade! Unser Loki ist noch im Kommen. Das unser Loki ist auch noch im Agum. Ne, das ist Agni geht da. Ich hol uns mal. Oh, ich bin ganz alleine vorne. Lass mich mal in Ruhe. Hier, Mädel. Thanks. You're welcome. Ja, zur Ult gibt's nichts zu sagen. Wir switchen die Stance. Na, danke. Ja, und es gibt halt entweder Attack Speed Bonus dazu oder Lifesteal. Ja. Da bin ich tot. Das tut mir sehr leid. Ich hab stand nicht direkt. Nee, da stand ich direkt. Ich bin weg. Wow, ihr seht, Stance switchen ist alles, ne? So, jetzt wollen wir mal der Axt werfen, der Serienkiller werden hier. Ja, oder haben wir ihn? Los, Agni! Do your job! Sehr geil. Ich muss mich leider kurz zurückziehen. Tut mir sehr leid, ich bin halt hier auf Damage, ne? Das hier, ich halte nichts aus mit dem Charakter gerade. Also ich spiele ihn auch so halb wie ein Assassin, auch wenn ich gerade ziemlich reingehe, ehrlich gesagt. Das ist ja das Schöne, du kannst mit ihm reingehen, weil du jederzeit auch wieder raushüpfen kannst mit der 1. Ich benutze mit der 3. Ich benutze ja den Sprung, um reinzuspringen. Achso. Es ist ein bisschen Laterne, ich versuche den in der Tat ein bisschen Wusui zu bauen, oder... Das ist auch eine große Frage, was man jetzt hier mal reinnehmen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass Melis bei dem gut kommt, aber was sind die Popular Items gerade? Gibt's gar keine. Favorites. Hier, Transzendenz, das macht Sinn. Ich baue mir mal Transzendenz. Fand ich persönlich nicht, muss ich sagen. Nee? Nee. Ich fand Transzendenz ziemlich nutzlos. Also da finde ich einen Asi oder ähnliches besser, weil ich persönlich habe ihn auch fast ausschließlich im Fernkampf. Vorsichtig, die sind incoming. Modus gespielt, oh Gott. Autsch. Aua, ich bin daneben. Sorry, das tut mir sehr leid. Der gegnerische Ulla ist natürlich jetzt voll auf mich fixiert, wie jeder gute... Wie jeder gute Ulla? Wie jeder Mensch mit... na egal. Gut, das macht aber nichts. Wir gehen mal wieder raus hier. Können wir bitte mal einen töten wenigstens? Wir führen noch mit 20 Punkten. Jetzt sind ja zwei live. That's too bad. Bitte raus da, bitte raus. Ja, unser Loki. Kann ich schon wieder? Okay, du bist da, hinter der Wall. Bitte geh mal zurück, das ist ein bisschen gruselig gerade. Ich hab einen Stone of Gaia. Okay. So, they cannot escape the cold? Okay, ja, gut, ja, schöner Spruch. Mhm. Wir führen gerade, ganz lieben Dank an so schnell unseren Loki, der ist wirklich großartig. Ja, der ist ganz gut. Loki Doki und so. Ich mach mal ein paar Minions. Mach das. Ich versuche mich gerade zu killen. Das haben sie auch geschafft, würde ich sagen. Bis dann wieder. Ja, ein bisschen hohl von mir und dann. Loki hat überlebt, der ist echt so großartig, der Typ.
Nice. Unser Agni geht auch gut ab. Okay, ich bin gerade festgebrüstet. Okay. Agni, 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 sag mal nicht so. Okay. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ich komme auch zu euch rüber. Das ist gerade ein bisschen klüger, glaube ich. Ruhe. Der Stun ist verdammt lang von der. Hinter uns, hinter uns. Von dem Wurf, finde ich. Die ist tot. Sehr schön. Bin weg. Okay. Ja, ihr seht, das ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher Charakter. Bitte weg damit. Ja, na, ja, treffen muss man können. Und so weiter und so fort. Warte mal, dann kaufe ich mir noch schnell noch Schuhe, Stufe 2, wenn ich ein bisschen schneller bin. Mach mal das Ding hier drin. Ja. Ich mache mal ganz kurz den. Ja, auch mal full engage hier. Aua, aua, aua! Naja! Spann dich muss mal, weg, bin tot. Die ist ziemlich deaf, die Nova. Tatsache. Ja. Das ist halt der Ulr. Ah, hier, der Bengel ist wieder unterwegs. Ja, da hat er gerade mich getroffen und nicht den Fliegenden. Was, ich bin ganz alleine vorne, das sagt mir sorry, das. Sorry, ja, ich muss mich kurz umsehen. Vielleicht können wir Ymir helfen. I am Ymir. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir Ymir helfen. Deswegen habe ich kurz mal in die Mitte was rausgehauen. Nee, fast geschafft, aber. Ah ja, macht nix. Schön. Wir liegen immer noch vorne. Alter, Loki 6-1. So ist das. So muss aber auch ein Loki sein. Loki in Arena ist wie Tontauben schießen. Brauchst du Hilfe bei dem Buff, oder? Nee, ich bin Assassine, wenn ich ein. Nein, ich bin Assassino. Ah, Scheiße. Der Bengel. Ja, ich in der Luft gehoben. Ja, ich sollte das hier nicht versauen. Ich werde mich mal mit dem Boot halten. Alter! Die hacken mich über Zeit in Stücke. Mit einem Mal viele angegriffen. Okay. Hab ich das Gefühl. Oh, sorry. Killing spree. Nice job. Ja, Jumiakowski, jetzt stehen wir hier. So, ich sollte halt super Assassine nicht da vorne stehen. Oh, Minions. Oh, ihr beide nervt mich gerade dezent. Das ist schon ein ziemlich abgefahrenes Match hier gerade. Ja. Wir haben auch eine Menge CC da drin. Ja. Für sowas, ich glaube, dass sich der. Oh, Ingmar. Okay, viel mehr. Ich muss weglaufen.
Ich glaube, der Charakter macht sich sehr gut in Assault. Ich glaube, das ganz ehrlich, das ist ein richtig schöner Assault-Teil. Und wir haben ein Siege-Minion. Wir liegen immer noch vorne, aber das ist... Wusste ich doch. Scheiße. Kann ich nichts machen gegen Stufe 19, Naja. Ja, ja. Ja, ich sollte erstmal im Bogen bleiben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, auf jeden Fall haben wir ihn zumindest halt mal vorgestellt. Darum geht es hier ja auch. Und ich glaube, das wird jetzt hier sogar noch gewinnen. Danke unserem Loki an der Stelle. Ja, der Loki ist wirklich gut. Da kommt endlich mal ein neuer Tank raus, der nicht so komisch ist aus Stein und so. Ich glaube, ich habe die zwei noch gar nicht wirklich richtig aktiviert hier. Au, au, au. Ah, die kann das auch ständig. Eigentlich macht sie sogar relativ selten, habe ich das Gefühl. Echt? Ich habe das Gefühl, die macht es ständig. Okay. Leute. Ah, schön daneben hier hauen. Naja, kommt nach hinten. Bitte, bitte, komm von da vorne weg ein bisschen. Favorite, was haben wir denn hier nochmal? Deathbringer haben wir bereits. Nehmen wir mal Rage mit rein, weil das... uns was bringt. Ja, der Schadensausput ist natürlich... Bitte kommt noch mal. Alter! Bitte komm, Fermastern! Bitte komm. Ja, ich kann nicht! Ich wurde Fermagestern! Death by Ultimate. Ich bin weg. Tja, Bengel, da musst du schon ein bisschen mehr machen. Das ist halt das Problem, die sind da drüben, das ist momentan, die beiden Matches, die wir jetzt gemacht hatten, waren sehr stark auf bitte CC geh nach rechts, aus. Bitte geh rechts hin. Da ist ein Red Buff, will den keiner? Ja, greift dir da nicht. Also das ist schon echt abgefahren. Also da habe ich es gerade richtig gesehen, man hat schon gerade mitbekommen. Da hat es Sinn gemacht, einfach mal Stands zu switchen und das einfach mal zu genießen, die Show. Also da hat es wirklich Sinn gemacht, weil deine Wall hatte halt... So einen Zwischenblock geschaffen in dem Moment, wo die Gegner festgehangen waren. Und hier Perma CC. Genau. Kommt noch der Eva dazu. Ich dachte übrigens gerade, dass ich in der Range Stance bin und habe deswegen einfach weitergeballert, aber dabei war ich eigentlich in der Nahkampf Stance. Ja, was das passiert? Bitte geh zurück, du hast nur die Hälfte Leben. Nicht kalt, das weiß. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz zurück und kaufe mir noch ein bisschen was. Kauf uns mal Rage, weiter geht der Rage. Weiter geht der Rage? Ha. Scheiße! Da konnte ich nichts machen. Oh, 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 oh. Kann ich mal aufhören, mich hier drauf zu ziehen? Mann. Ja. Ja, jetzt kommt langsam die epische Musik hier. Sie sind bei 40. Holen wir uns mal ein bisschen Penetration. Nehmen wir mal den Hammer. Ich glaube, Titan's Bane macht sich sehr gut auf den. Oh ja. Mir, du bist super weit vorne. Du hast Leute sogar noch hinter dir.
Sehr, sehr schön, dass jetzt gleich haben wir es noch. Dass du zum Base kommst. Ja, ich bin schon weg. Wir haben auch gerade einen ganz hervorragenden Loki, der uns hier das nach Hause trägt. Zusammen mit der beeindruckenden Zilla. Danke an dieser Stelle an Loki und an Zilla. Ja. Danke Loki und Zilla. Echt 10 von 10 hier. Ganz großen Daumen hoch. Fuck. Sorry. Ja, die hat den genau nicht reingesetzt. Die weiß das nicht. Sehr gut. Schönes Match. Ja, danke Loki, danke Zilla. Wirklich geil gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Ciao.